Gerade bezahlbarer Wohnraum ist neben dem Verkehr die dringendste Herausforderung für München. So Oberbürgermeister Dieter Reiter bei der Schlüsselübergabe der neuen 56 Werkswohnungen der Stadtwerke München an der Dantestraße 4. Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Entspannung des Münchner Mietmarkts. Es geht darum, dass wir Apartments und Zwei-Zimmer-Wohnungen übergeben dürfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke. Zum einen für diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht so gut verdienen, dass sie sich München ohne weiteres leisten können. Und dann ist die zweite Idee, dass wir hier auch Auszubildenden Wohnraum bieten, in Wohngemeinschaften. Auch dort ist es wichtig, dass wir als Stadtwerke, um weiterhin Nachwuchs gewinnen zu können, auch Wohnraum anbieten, denn auch die können sich München nur schwer leisten. Direkt am Dante Sommerbad steht der neue Stelzenbau. Nur die Erschließungswege, die Badezimmer und die Wohnungseingänge zeigen Richtung Bad, damit sich die Gäste nicht gestört fühlen. Insgesamt sind es 40 Apartments, 10 Zwei-Zimmer-Wohnungen und 6 WG-taugliche Dreizimmerwohnungen. Alle möbliert mit gut ausgestatteter Küche. So ist ein bestmöglicher Berufsstart in München garantiert. Stück für Stück schreitet die Ausbauoffensive Werkswohnungen der SWM voran. Wir werden ab jetzt faktisch immer in Jahresscheiben, also Stand heute in 1,5 Jahren in der Postionstraße, 120 weitere Werkswohnungen neu gebaut übergeben können. Dann im Jahr drauf in der Hanauer Straße 110 Wohnungen, wieder ein Jahr später in der Katharina von Bohrer Straße 80. Und wir haben vor, bis zum Jahr 2030 an dem Ziel sogar weiterzuarbeiten und uns schwebt vor, dass wir nochmal bis zu 2000 weitere Werkswohnungen errichten, sodass wir auch in den nächsten 10 Jahren immer in so ungefähr 100 Wohnungen pro Jahr Scheiben arbeiten können. Allein bis zum Jahr 2022 investieren die SWM 120 Millionen Euro. Das Ziel, bis 2030 sollen noch weitere 2000 Werkswohnungen folgen. Ergänzt werden die Wohnungen hier in der Dantestraße durch Gemeinschaftsräume, einen Aufenthaltsraum und eine Waschküche mit Kommunikationsecke. Diese Wohnung hier wird sogar durch eine patentierte Flissade, eine bewegliche Glasaußenwand, geprägt. Ich wäre halt sehr froh, wenn es viele Unternehmen gäbe, die für ihre Auszubildenden oder auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht so gut verdienen, sowas überlegen würden, auch zu bauen. Wir stellen auch gerne unser Know-how zur Verfügung und geben Tipps. Wichtig wäre, dass Unternehmen erstmal das Gefühl dafür kriegen, dass sie das tun müssen. Weil ich glaube, ansonsten wird es schwierig werden, in Zukunft Stellen zu besetzen. Neuer Job, neue Wohnung. So einfach ist es bei den Stadtwerken München. Mit ihrer Ausbauoffensive Werkswohnungen tragen sie dazu bei, den angespannten Münchner Mietmarkt zu entlasten. Ja, das war ja. Also alles Gute, gell? Für Gott, bitte schauen.